Jetzt nur ein Spott. Hofnarr unterbricht königliche Theateraufführung. Piroggen. Teigtaschen enthalten 3,14159265359% Getreide. Keine Singles mehr. Boygroup veröffentlicht nach erfolgreicher Partnersuche nur noch Alben. Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Seit dieser Woche ist das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr gültig. Unser Reporter ist vor Ort. Mit ihm sprechen wir gleich. Vorher schauen wir einmal in die USA, wo es vorige Woche zu einem dort ganz gewöhnlichen Ereignis kam, das aber irgendwie dennoch Nachrichtenwert hat. Der Amoklauf in einer Grundschule in der texanischen Kleinstadt Uvalde beschäftigt die Menschen in den Vereinigten Staaten noch immer. Vor allem in der Republikanischen Partei wird getrauert. Unser Korrespondent in Washington mit den Einzelheiten. Sie sind viel zu früh von uns gegangen. Das sagte der republikanische Senator Ted Cruz in einer bewegenden Rede heute Mittag bei einer Gedenkveranstaltung in Houston. Und auch der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, fand Worte tiefer Trauer. Mindestens 21 wertvolle Patronen seien unwiderruflich verloren, so der Republikaner. Viele weitere Schussmunition für den Rest ihres Daseins vom Geschehen gezeichnet. Die beiden Politiker sahen sich in den letzten Tagen harter Kritik ausgesetzt, weil sie nach Meinung vieler kalt und gefühllos auf den Amoklauf reagierten. Niklas Weißkopf, Podcast Lyon, Washington DC. Nun zu einem Thema, das die Deutschen seit Wochen bewegt und sie auch bewegen soll. Das 9-Euro-Ticket ist in aller Munde und entwickelte sich seit dem Verkaufsstart zu einem regelrechten Verkaufsschlager. Seit Mittwoch gilt es jetzt in ganz Deutschland. Genau, Thies. Doch das beliebte Angebot stellt die Verkehrsbetriebe vor große logistische Herausforderungen. Vor allem die Bahn ist betroffen. Um das höhere Fahrgastaufkommen in den kommenden Sommermonaten bewältigen zu können, wurden zusätzlich Sitze auf tausende Waggondächer montiert. Bis zu 50 Sitzplätze und 100 Stehplätze wurden so pro Waggon zusätzlich geschaffen. Die aufmontierten Sitzreihen können per Strickleiter erreicht werden. Unser Außenreporter ist jetzt gerade auf einem dieser Züge und hat einen Fahrgast neben sich sitzen. Hallo Thomas, kannst du uns gut verstehen? Hallo Anne, hallo Thies. Ja, ich verstehe euch ganz wunderbar. Ich sitze hier im Bahnhof Brockhöfe in Niedersachsen auf dem Dach der Regionalbahn RB 37 nach Langwedel. Und neben mir sitzt Andreas Schwingeler, ein erfahrener Zugpendler. Hallo. Hallo. Herr Schwingeler, Sie fahren ja diese Strecke regelmäßig, aber diese Fahrt ist jetzt was ganz Besonderes. Die ist anders als sonst. Wie fühlt sich das denn an hier oben? Ja, also ich muss sagen, dass eigentlich alles ganz normal. Es sind bequeme Stühle, bequeme Sitze. Was natürlich aber sofort auffällt, ist ganz klar die Aussicht. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht sieht. Fantastisch. Man hat einen wunderbaren Rundumblick auf die komplette Landschaft hier. Man sieht einfach. Oh, okay, es geht los. Ich würde das Mikro jetzt festhalten. Ja, man merkt, jetzt nimmt der Zug hier langsam Fahrt auf. Herr Schwingeler, auf was muss man denn genau achten bei der Fahrt hier oben? Was man natürlich als erstes machen sollte, wenn man es nicht schon getan hat, man sollte wirklich alles festbinden, was nicht wegfliegen soll, also worauf man auf keinen Fall verzichten möchte. Mein Laptop zum Beispiel, den habe ich hier vor der Fahrt schon mit einem Spannbord festgemacht, hier auf dem Schoß, damit er bei mir bleibt. Aha, dafür hat man aber auch einen ganz tollen Fahrtwind hier oben, nicht wahr? Ja, oder? Das ist super angenehm und wenn es mal regnen sollte, so, habe ich hier einen Regenschirm, den kann ich dann aufspannen, so. Scheiße. Okay, ich habe keine Sorge, ich habe zu Hause noch ein paar davon. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die man einhalten muss? Ja, auf jeden Fall, die gibt es. Wir sind ja auf dem Dach eines Zuges, da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Also wegbleiben von der Kante da. Und wenn man jetzt wie hier auf einer elektrifizierten Strecke fährt, dann muss man natürlich aufpassen wegen der Hochspannungsleitungen hier über uns. Schauen Sie, die sind ganz gefährlich. Oh, nein, 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 nicht hoch! Thomas? Thomas, geht's dir gut? Ja, wer kennt das nicht? Verbindungsprobleme in deutschen Zügen. Da muss endlich was passieren. Sascha Gerson mit dem Nachrichtenüberblick.
Guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann Sie uns hören. In London haben in dieser Woche mit einer prunkvollen Militärparade die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen begonnen, für das insgesamt rund 15 Millionen Pfund veranschlagt sind. Weitgehend unbeachtet blieb hingegen das 70-jährige Schaukelstuhljubiläum von Erna Fastermann aus Recklinghausen, bei dem nur zwei Katzen anwesend waren. In diesem Jahr findet wieder eine Volkszählung durch das Statistische Bundesamt statt. Die Behörde bittet alle Deutschen, beginnend mit Aaron Adersen aus Brühl, einmal laut durchzuzählen. Cyprianus Čižek aus Frankfurt wird gebeten, das Ergebnis anschließend telefonisch zu melden. Was hilft wirklich gegen Schnarchen? Wissenschaftler der Universität Stockholm haben in einer groß angelegten Studie Hinweise auf eine natürliche Abhilfe für die unangenehmen Geräusche gefunden. Demnach lässt sich Schnarchen leicht vermeiden, indem man wach bleibt. Zum Schluss noch das Endergebnis des internationalen Tennisturniers von Zinnowitz aus dem Jahr 1957 im Herreneinzel. Horst Stahlberg besiegte Wislaw Gaziorek nach 5 Sätzen mit 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 und 6:3. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies. Beim Classic Open Air Festival Rheinklänge in Dürresbach bei Bonn sind am Abend 11 Menschen teilweise schwer verletzt worden, als die Situation im Moshpit vor der Hauptbühne eskalierte. Zu dem Unglück kam es im 4. Satz von Ludwig van Beethovens 7. Symphonie, als mehrere Menschen im Gedränge zu Fall kamen und eine Massenpanik entstand. Der Dirigent und sein Orchester brachen die Aufführung sofort ab und konnten so wohl Schlimmeres verhindern. Augenzeugen zufolge verlief das Festival bis dahin völlig normal. Bei ein paar härteren Stücken davor, Schostakowitsch oder so, da ist natürlich im Moshpit schon die Menge ziemlich abgegangen, aber es ist ja auch normal. Und jetzt bei der siebten, okay, das ist halt, was soll ich da sagen? Das ist halt diese Beethoven-Crowd, die haben sich halt schon den Kopf komplett mit Wiener Klassik zerfickt. Da kann man, wenn die mal durchdrehen, ja. Insgesamt 11 Klassik-Fans trugen Verletzungen davon. 4 mussten stationär behandelt werden, eine Person liegt derzeit im Krankenhaus. Experten warnen immer wieder vor den Gefahren klassischer Konzerte. Der Verein SOS Klassik kritisiert seit langem die immer gewagteren Phrasierungen und rasanten Tempi. Zusammen mit dem hohen Alkohol- und Drogenkonsum unter Klassikfans ergebe das eine hochgefährliche Mischung. Nach einem Softwareproblem konnten viele Menschen in Deutschland tagelang nicht ihre EC oder Kreditkarte nutzen. Darunter litten auch Kokainkonsumenten, die teilweise auf Bargeld zur Portionierung einzelner Lines zurückgreifen mussten. Den Betroffenen zufolge habe es von einem Tag auf den anderen plötzlich nicht mehr funktioniert, mit der Karte ihr Koks in konsumierbare Einheiten zu ziehen. Notgedrungen musste daher zu Münzen und Geldscheinen gegriffen werden. Das war Podcast Lyon, der News-Podcast für diese Woche mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Bleiben Sie, wie Sie sind. Wir mögen Sie. Egal, was alle über Sie sagen.